Das Lernhaus unterstützt Kinder und Familien seit etwa 5 Jahren. Es findet direkt in Volksschulen statt. In Neunkirchen, Gensendorf, Herzogenburg, Tulln und demnächst auch in Bruck an der Leitha. Hauptamtliche Mitarbeiter des Gesundheits- und Sozialen Dienstes vom Roten Kreuz, aber auch Ehrenamtliche und Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen Jahr sind im Lernhaus tätig. Das Lernhaus ist ein Projekt speziell für sozial benachteiligte Kinder aus bildungsfernen Familien und wir sprechen sowohl auch Kinder mit und ohne Migrationshintergrund an und bieten ihnen eine kostenlose Lernbetreuung dreimal am Nachmittag an. Wir haben bis jetzt sehr positive Rückmeldungen bekommen, sowohl zum einen von den Schulen als auch von den Pädagoginnen selbst. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass die Kinder einen Aufstieg ins Gymnasium geschafft haben. Also wir haben da wirklich sehr schöne Erlebnisse bekommen. Zum anderen aber auch, dass Kinder positive Noten schreiben, also von Hausnummer 4ern, die sich dann verbessert haben, zu 1 und 2ern. Meine Aufgabe oder unsere Aufgabe gemeinsam ist, die Kinder zu betreuen, bei der Hausaufgabe, aber auch so beim Lernen. Eben vor allem auch die Sprache ist ganz wichtig. Kinder sollen lernen, selbstständig zu lernen und auch einfach mit Freude zu lernen. Also eben zuerst mal im Hausaufgaben mitgemacht und eben Stärkung der sozialen Fähigkeiten durch Gruppenaktivitäten, Gruppenspiele. Was sich ganz toll verbessert hat, ist das Miteinander der Kinder, wie sie miteinander umgehen, dass das wirklich eine Gruppe geworden ist. Sie lernen miteinander, sie unterstützen sich gegenseitig, es sind Freundschaften entstanden. Was mir stark aufgefallen ist, dass einige Kinder viel mehr Selbstbewusstsein bekommen haben, sagen ihre Meinung jetzt frei raus und trauen sich, um mehr zu sagen in der Gruppe einfach. Mir gefällt, dass Daniela, Patrick, Melanie, Renate sich Zeit nehmen für uns, dass sie keine Fehler haben und halt, dass wir gut sind in der Schule. Yay! Wenn sie uns helfen und lieb sind. Yay! Für mich ist das Lernhaus eine ganz wichtige Einrichtung, die es ermöglicht, Kindern den Zugang zum Bildungssystem zu ermöglichen oder auf der anderen Seite ihnen zu helfen, dass sie im Bildungssystem und im Schulsystem bleiben. Vor allem Kinder, deren Eltern sich keine Nachhilfe leisten können, deren Eltern keine zusätzliche Unterstützung geben können. Dafür haben wir diese Lernhausidee von Kurier et Oster übernehmend nach Niederösterreich verpflanzt. Der Grundsatz war für uns die permanente Mitwirkung unserer Schulen, weil wir gesagt haben, die Pädagoginnen und Pädagogen an unseren Schulen wissen am besten, wer diese Unterstützung braucht. Daher haben wir auch uns an die Schulen gewandt, wo ist hier besonderer Bedarf. Und da sind wir eben, ich sage jetzt einmal, nach Neunkirchen gekommen. Da sind wir in weiterer Folge St. Pölten bzw. Herzogenburg und dann hier in Gensendorf mit großer Unterstützung auch der Schule gekommen. Wobei auch eine gewisse Rolle spielt, gar keine Frage, das darf man hier auch sagen, wo dieses Lernhaus auch von unseren Partnern, Sponsoren entsprechende Unterstützung bekommt. Die schönste Freude für uns alle ist doch immer wieder, wenn wir etwas bewältigt haben, wo wir uns ein bisschen anstrengen mussten. Und diese Freude wollen wir den jungen Menschen hier vermitteln. Unsere Aufgabe ist es, das Leben von Menschen in Not und von sozial Schwachen durch die Kraft der Menschlichkeit zu verbessern. Im Fokus steht das Stärken der Stärken und der Persönlichkeit und Kindern helfen, es selbst tun zu können. Ganz nach dem Spruch, hilf mir, es selbst zu tun.